herzlich willkommen zum Allianz Magazin. Heute unter anderem mit einem Blick auf Charlies Volley Stars. Los geht's aber hiermit. Golfen in der München Allianz Arena. 33 glückliche Gewinner durften diesen Traum leben. Ein Wochenende, bei dem keine Wünsche offen blieben. Das sind sie, die Lucky 33. Die 33 glücklichen Gewinner, die ein Wochenende der ganz besonderen Art in München verbringen durften. Die Allianz und der Golfclub St. Leon Roth hatten aufgerufen, coole Golfbilder der etwas anderen Art einzureichen. Der Gewinn? Golfen in der Münchner Allianz Arena. Ein Highlight, das es so noch nie gab. Wir haben gemeinsam mit dem Golfclub St. Leon Roth und mit Eiko Schulz-Hansen, ja, dem Frontmann, und auch im Deutschen Golfverband, die Idee, Golf anfassbar zu machen und eigentlich weg auch und raus aus den Golfanlagen zu bringen. Und so kam das zustande. Doch bevor es wirklich zum Golfen in der Arena kam, hieß es einchecken im Hotel. Nebenbei noch das gleiche Hotel, in dem auch der deutsche Meister Bayern München vor den Heimspielen nächtigt. Aber für die Autogrammjagd war keine Zeit. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt mit kulinarischen Abstechern auf dem Viktualienmarkt ging es schon mal vorab in die Allianz Arena. Für viele eine der schönsten Fußballarenen der Welt, in der der Rekordmeister Bayern München um Nationalspieler Toni Kroos seine Heimspiele austrägt. Der findet die Idee vom Golfen in seinem Wohnzimmer ziemlich cool. Also das ist mit Sicherheit alle, die da mitspielen, eine lustige Aktion. Ich glaube, Golf in der Allianz Arena, das gab es noch nicht so oft. Ich war bei euch in der Umkleidekabine, was ja normalerweise ein Heiligtum ist. Was sagst du dazu? Ja, das wird mit mir nicht abgesprochen. Vielleicht wäre da ein Veto gekommen. Nein, Quatsch. Ein letztes Foto mit dem deutschen Meister Toni Kroos und dann wollten alle Gewinner natürlich raus in die Arena und die Stimmung beim letzten Heimspiel der Bayern inklusive Übergabe der Meisterschale genießen. Abends wurden die drei Teams eingeteilt in Team Champions League, Heimsieg und Auswärtssieg noch bei zünftigem Essen und landestypischem Getränk von ihren Teamführern auf den Sieg eingeschworen. Genug der markigen Worte, bei diesem Anblick blieb den meisten Golfern, Crossgolfern oder Minigolfern dann doch der Atem stocken. Die Allianz Arena komplett leer und für einen Tag der Spielplatz für die Lucky 33 Gewinner. Sowas gab es noch nie. Ein Putting Green im Heiligtum jedes Fußballclubs, der FC Bayern-Kabine. Einlochen unter den Augen von Lahm, Schweinsteiger, Ribéry und Co. Einmalig. Ein unglaubliches Gefühl. Allein die Atmosphäre hier mit den ganzen Spielerbildern, Wahnsinn. Und wir dürfen hier auch noch golfen. Ein Wahnsinns-Event, richtig toll. Abschlag von der Ehrentribüne in Richtung Mittelkreis. Da schlotterten selbst erfahrenen Golfern die Knie. Über den Kabinengang, unter den Klängen der Champions League-Hymne raus auf den Platz, um auf das Tor vor der Südtribüne zu pitchen. Die Eindrücke des Tages waren nur schwer in Worte zu fassen. Ich würde sagen, mein bestes Golfwochenende ever. Es war ein Wahnsinns-Event, was da uns ermöglicht wurde von der Allianz. Das ist unglaublich. Großartig. Ich glaube, das ist ein Event, das werde ich mein Leben nicht vergessen. So eine Chance hat man halt nur einmal im Leben. Und es ist halt toll, in der Allianz Arena mal richtig zum Golf spielen und dann mal runter zum Schlagen. Am Ende gewann zwar das Team Auswärtssieg, doch auch wenn es eine Floskel ist, Gewinner waren an diesem Tag alle, die dabei sein durften. Vom Fußball und Golf zum Volleyball und den Stars von morgen. Denn die Jugendserie Charlies Volley Stars geht in die nächste Runde und das verbirgt sich dahinter. Charlie ist wieder unterwegs und der Volleyball-Nachwuchs aus der Region freut sich schon auf ihn, denn Charlies Volley Stars geht in die nächste Runde. Bei den eintägigen Events trainiert der weibliche Volleyball-Nachwuchs im Alter von 9 bis 14 Jahren mit professionellen Trainern. Hinter Charlies Volley Stars verbirgt sich ein systematisches Nachwuchskonzept, das von Botschaftern wie dem ehemaligen Coach von Allianz MTV Stuttgart, Jan Lindenmeier, und der ehemaligen Nationalspielerin Attika Buaga mitentwickelt wurde. Übrigens, alle württembergischen Volleyballvereine konnten sich für den Volleyball-Jugendtag bewerben. Und das nicht einfach so, sondern mit einer originellen Videobotschaft zur anstehenden Europameisterschaft für das Frauennationalteam. Gewonnen haben am Ende die TG Bad Waldsee, der TSV Birkach und der VC Freudenthal. Also, wenn ihr sportbegeisterte Mädels zwischen 9 und 14 Jahren seid, dann könnt ihr euch für einen der drei Jugendtage bewerben. Schaut doch am besten mal auf Facebook unter Charlies Volley Stars vorbei.